Hallo, es sind ganz schön viele Leute hier. Das freut uns. Ich bin die Alina. Ich arbeite auch hier bei Sabbat Media und ich wollte mal kurz was vorweg sagen, bevor der Sam anfängt und uns was über Blockchain erklärt. Getränke habt ihr, so wie ich sehe, schon gefunden. Die sind hier im Kühlschrank. Könnt ihr euch auch immer wieder nehmen. Fragen sind auch erlaubt. Ich habe hier ein Mikro. Einfach auch zwischendrin einfach melden. Ansonsten, Toilette ist da. Ja, danach gibt es auch Fragen, Bier. Ja, easy. Dann, Sam, viel Spaß. Ja, cool, danke. Ja, vorweg, also tatsächlich, ich glaube, es ist sinnvoller, wenn man direkt fragt. Also hebt eine Hand. Wir haben hier Mikros, die wir verteilen können. Es ist meistens, den meisten Menschen ist es nicht so möglich, sich einen ganzen Vortrag lang ihre Frage zu merken, um sie dann am Ende zu stellen. Und ansonsten der Hinweis nochmal, es ist kein Techie-Talk, war nicht die Absicht, ne, auch wenn es Tech-Talk heißt, sondern einfach eben eine Einführung eigentlich in die Blockchain. Grundsätzlich, das ist schön von Google, mein Name ist Samata Liban, Sam Liban. Ich bin schon lange unterwegs. Ich habe meine erste Website 99 gemacht, war von 2000 bis 2002 oder 2003, das weiß ich gar nicht mehr so genau, Projektleiter bei der Homepage Design Seibert GmbH. Habe 10 Jahre lang Unternehmen beraten und Projekte geleitet, hauptsächlich im Typo3-Umfeld. War 3 Jahre jetzt im Konzern für Kommunikation für Samsung Deutschland verantwortlich, für Corporate Marketing und Corporate Social Responsibility und habe andere große Blue Chips betreut, habe gemerkt, das Geld ist gut, der Spaß ist nicht so groß und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dann eben wieder in die freie Wirtschaft zu gehen und also in die freie, ja, Betonung auf frei, und Unternehmen zu beraten. Ja, weil ich glaube, wir sind einfach in einer Phase eines Umbruchs. Ja, ich halte nichts von dem Begriff digitale Transformation, weil Transformation impliziert, dass es einen abgeschlossenen Prozess gibt, einen abgeschlossenen Punkt. Wir sind aber in einer Phase des Wandels, ähnlich wie die Industrialisierung und so wie der Kutscher nicht vorhersehen konnte, was kommt mit der Dampfmaschine, können wir das im Moment auch nicht absehen, aber es ist ein sehr bahnbrechender Moment, in dem wir leben. Insofern ist mein Ziel, ist Unternehmen zu beraten, und dafür zu sorgen, dass wir Zukunft wieder gestalten und nicht einfach hinterherlaufen und gucken, was Facebook uns als nächstes als Update präsentiert. Und das profitabel natürlich, weil wir in einem kapitalistischen Umfeld leben, aber eben sozial und nachhaltig. Und es gibt einfach ganz viele Entwicklungen momentan. Man sieht, dass die Blockchain da ganz links steht, also sie ist eigentlich schon da. Es gibt ganz, ganz viele theoretische Weiterentwicklung und was wir aber genau wissen oder glauben zu wissen, ist, dass es Szenarien gibt, die auf uns zukommen, unabhängig, welche Technologie dann tatsächlich die Wirksamkeit dieser Szenarien sozusagen maßgeblich beeinflussen wird. Und das finde ich einfach unglaublich interessant. Und heute, wie gesagt, geht es mir eigentlich um den Bereich Blockchain und die Hyperbegriffe da sind Web 3.0, ne, weil irgendjemand den Hyperbegriff Web 2.0 durchgesetzt hat damals. Insofern nehme ich das mit. Und das Internet der Werte, das ist eigentlich, glaube ich, der tatsächlich richtige Begriff. Und ich glaube, dass Technologie immer so verstanden werden kann oder am besten verstanden werden kann, wenn man sie in Kontext setzt. Ich bin kein Entwickler. Der Joachim Seibert hat mich mal zu einem Perl-Workshop 2001 oder so verdonnert. Aber ich bin da echt, wegen einem Semikolon geht gar nichts, da flippst du aus. Das war nicht meine Welt. Ja, insofern, also ich bin jemand, so, ich komme aus der Kommunikation, mich interessiert Geschichte, Soziologie, Kultur. Insofern glaube ich, dass Technologie auch immer solche Kontexte hat, weil sie noch von Menschen geschaffen wird. Und für mich ist der Kontext die sogenannte kalifornische Ideologie, sozusagen Freiheit und Technologie als Heilsbringer. Aus einem sehr amerikanischen Kontext heraus gesehen. Wir vergessen das immer so ein bisschen oder wir verdrängen es, dass die USA im Grunde genommen entstanden sind aus einem sehr, sehr starken Freiheitsbestreben heraus. Also ne, es waren religiös verfolgte Menschen, die sozusagen dahin geflüchtet sind, im wahrsten Sinne des Wortes, unter widrigsten Umständen und dort ihre Existenzen aufgebaut haben, unabhängig, ne, davon jetzt auf wessen Kosten, aber im Grunde genommen sozusagen ein stark nach Freiheit strebendes Ideal hatten. Und durch die Emanzipation von der britischen Krone im Grunde genommen zu dem Schluss gekommen sind, oder das ist eine große Bewegung, die es in Europa so gar nicht gibt, der Libertarismus, ne, wir reden immer von Liberalismus,
da eine große Bewegung entstanden ist, die einfach davon ausgeht, dass jedwede staatliche Regulierung einfach böse ist, per se. Ja, dass man die nicht braucht. Das ist einfach ein groß kultureller Unterschied, ein immenser. Ja, und dieser kulturelle Unterschied hat sich eben fortgepflanzt, natürlich auch in die Art und Weise, wie man glaubt, wie man Wirtschaft gestalten muss. Also sozusagen jeder Eingriff eines Regulierers wird als sozusagen erster Schritt in den Sozialismus verstanden oder wurde so verstanden, als man noch über Sozialismus und Kommunismus geredet hat. Und das ist sozusagen einfach der Hintergrund der ideologischen Art, weswegen es zu Auswüchsen kommt, die Europäer gerne belächeln, die aber eben in diesem kulturellen Kontext eigentlich vollständig vernünftig sind. Eben der Glaube einfach, dass der Einzelne befähigt werden muss, seine Rechte wahrzunehmen und das eigentlich alles ist, was ein Staat machen muss. Ja, also ein Regulierer muss nur gucken, dass der einzelne Akteur befähigt ist, in derselben Art und Weise wie andere Akteure und der Rest sozusagen regelt sich dann. Ja, und das gipfelt dann sozusagen mit der Entstehung sozusagen der Technologie eben darin, dass im Silicon Valley sehr, sehr viele Menschen die Technologie zusätzlich als sozusagen die Lösung sehen, um gesellschaftliche Probleme, wirtschaftliche Probleme zu lösen, wenn bloß niemand einschreitet und reguliert. Ja, das ist sozusagen einfach so ganz schnell, ganz grob, der Kosmos, der kulturelle, politische, soziologische Kosmos, in dem Technologie entsteht im Silicon Valley. Also sowohl Eric Schmidt als auch Andreessen, der Gründer von, oder damals Mitentwickler von Netscape und heute ein großer VC-Betreiber, beide sind da ganz klar. Ja, die sagen ganz klar, Eric Schmidt war der CEO von Google, wir wollen nicht, dass der Staat eingreift in Technologie, sondern die Technologie wird es richten. Ja? Und vor diesem Hintergrund sozusagen muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen, zu welchem Zeitpunkt das alles entstanden ist. Das war die wunderbare Zeit der 2007er Jahre, das heißt Finanzkrise, in der einfach, ich glaube, so ein Kulminationspunkt des Vertrauensverlustes war in eine Industrie, die Finanzindustrie. Ich kann mal kurz ausholen vielleicht, ich bin ja etwas älter und als ich jung war, ne, da war es eigentlich sogar noch cooler, eine Banklehre zu machen, als studieren zu gehen. Ne? Also es war sicher, es war gut bezahlt, das war einfach das Ding. Bub, werd Banker. Ne? Und heute rede ich in Frankfurt mit Unternehmen oder lerne Leute kennen und die sagen dann verschämt, ich bin Banker. Also es hat sich voll gewandelt. Ne? Also sozusagen eine Industrie, die wirklich das höchste Ansehen genoss in der deutschen Wirtschaft, ist sozusagen zu einer Industrie oder hat einen Imagewandel erlitten, ne, der eben diese Industrie anders positioniert. Und es gab viele, viele Krisen eben, deswegen glaube ich, das war der Kulminationspunkt. Ich glaube auch etwas, was oft vergessen wird an der Digitalisierung, ist, die Digitalisierung bedingt immer eine Transparenzwerdung von Wertschöpfung. Ja, ich glaube, das ist etwas, was Unternehmen einfach übersehen. Es geht gar nicht, der Imageverlust kommt nicht daher, im Grunde genommen, wie soll ich sagen, dass man isst, was man isst, sondern er kommt daher, dass der Kunde versteht plötzlich, sozusagen, wie die Wertschöpfung zustande kommt. Wir haben alle, also meine Generation hat kein Problem damit gehabt, Platten zu kaufen, auch Vinylplatten, ne? Egal zu welchem Preis, ich glaube, wir haben 20, 30 Mark für Maxis, also für Singles gekauft, bezahlt. Aber als wir dann CDs gekauft haben, ja, und gleichzeitig an der Aldi-Kasse für unseren Backup irgendwie 50 Cent dafür bezahlt haben, dann ging uns ein Licht auf, ne, was die Wertschöpfung angeht, die Wertschöpfungskette. Und dementsprechend fing auch an, sozusagen für die Musikbranche, für die Verlagsbranche, fingen die Probleme an, weil sozusagen der Imageverlust bedingt hat, dass wir bereit waren, Dinge wie Napster zu benutzen. Ja, weil wir gesagt haben, die zocken uns so ab, ja, dann mache ich das jetzt. So, und deswegen nutzen wir heute auch lieber iTunes immer noch als irgendeine Lösung der Musikindustrie. Ja, das ist einfach so. Und das ist sozusagen etwas, was Unternehmen einfach vergessen, dass die Wertschöpfungskette transparent wird bei der Digitalisierung. So, und in diesem Kontext der Finanzkrise kommen wir eben dann zu dem Geld. Ja, wie können wir das selber lösen? Die Idee gab es schon lange. Es gab in den 90ern und 2000ern
ganz viele. Ja, das sieht man auch immer, alles sehr entwicklergetriebene Projekte, weil die haben dann immer ganz kreative Namen. E-Cash, Digi-Cash, Digital-Cash, E-Cash, Cyber-Cash. Ja, also First Virtual war praktisch schon ein Mega-Ding. Die hatten wahrscheinlich ein Marketing. Aber es gab viele Ansätze, Geld vollständig zu digitalisieren, um sich sozusagen von der Herrschaft der Banken zu befreien. Und diese sind eigentlich im Grunde genommen alle gescheitert. Ja, also weiß ich, wahrscheinlich kennt keiner eins dieser Projekte. Also es selber machen nicht einfach. Warum ist sozusagen digitales Geld nicht einfach? Das Problem ist in der digitalen Welt, die ist ziemlich geil, um Informationen sozusagen darzustellen, aber sie ist nicht so toll, um Informationen eindeutig zu teilen. Ne? Also wenn ich einen Anhang verschicke, verschicke ich eigentlich eine Kopie von einer Datei auf meiner Festplatte und die Datei bleibt ja auf meiner Festplatte. Wenn wir jetzt so mit Geld umgehen würden, wäre das relativ schnell wertlos, ne? Weil ich einfach diese selben 5 Euro einfach hier im ganzen Raum verschicken könnte und hätte sie dann immer noch selber. Also das ist sozusagen das sogenannte Double Spend Problem, also Problem. Also man kann in der digitalen Welt, wenn man Geld in der digitalen Welt rein digital lösen wollte, da kann man eigentlich gar nicht verhindern, also man hat keine Möglichkeit zu verhindern, dass jemand damit Schindluder treibt und sozusagen Geld kopiert. Und die einzige Möglichkeit wäre eine zentrale Instanz wie die Bundesbank, die dann sich dessen sozusagen bemächtigt. Dummerweise haben die ganzen Notenbanken halt bis heute kein digitales Geld an die Öffentlichkeit herausgelassen. Insofern gab es dann eben andere Lösungsansätze. Das andere große Thema ist eben, alles, was digital ist, ist grundsätzlich gelockt. Ne? Also ich meine, ich kann digital keine Aktion vollführen, ohne dass sie irgendwo erstmal einen Speicher, also wie soll ich sagen, einen Datenpunkt erzeugt. Wenn ich einen 50-Euro-Schein habe, Bargeld, ne, deswegen sind wir Deutschen ja auch so fixiert darauf, das Bargeld zu behalten, das ist halt, da weiß keiner theoretisch, für was ich es ausgegeben habe, aber alles Digitale ist sozusagen theoretisch vollkommen nachvollziehbar und andersherum, war das Logo von Silk Road, ja, einer Plattform, in der Drogen und Waffen angeblich gekauft werden konnten im Dark Web. Die ist hochgegangen, weil der Betreiber sozusagen mittels der Bitcoin-Blockchain identifiziert werden konnte. Und deswegen finde ich das immer ein ganz nettes Gegenspiel. Das heißt, wir müssen auch gucken, wenn wir sozusagen Dinge digitalisieren, ist ja immer die Spanne, wie viel Überwachung wollen wir, ja, und wollen wir nicht. Und wie viel Sicherheitsaspekte wollen wir und wollen wir nicht. Und wie gesagt, dann gibt es eigentlich noch die Player, die man dafür hatte oder hat, die zentralen Institutionen, in Deutschland jetzt eben die Bundesbank beziehungsweise die Europäische Zentralbank, die eigentlich dafür zuständig sein sollten, die Dinge in Rahmen zu halten. Und in der Bankenkrise hat sich erwiesen, dass sie es auch nicht geschafft haben. Und die Folge war einfach ein immenser Vertrauensverlust, weil die Antwort war eigentlich too big to fail. Das heißt sozusagen die Banken, die sich gegenseitig Müll verkauft haben, ohne zu kontrollieren, was für ein Müll das war. Das waren ja Hypothekenkredite, die einfach schlecht waren. Ne? Und die wurden gebündelt zu Derivatprodukte, also zu gebündelte Produkte und wurden unter Banken weiterverkauft. Und am Ende ist die Blase geplatzt, weil der Erste gefragt hat, ist das echt, das ist doch echt scheiße. Ne? Und dann haben alle gesagt, oh ja, scheiße. Und dann haben alle versucht zu verkaufen und dementsprechend ist der Markt zusammengebrochen und Lehman ist pleite gegangen und dadurch ist halt richtige Panik ausgebrochen, dass sozusagen viele Banken pleite gehen und deswegen haben wir im Grunde genommen dann als Steuerzahler diese Banken gestützt. So, und das ist sozusagen der Kontext, einfach einmal politisch, soziologisch, kulturell und einmal der wirtschaftliche Kontext, in dem dann sozusagen im Oktober 2008, also jetzt witzigerweise zum 31.10., also zum Luthertag, ja, Luther hat die Kirche gespaltet. Kam ein White Paper auf, das sozusagen etwas anderes gespalten hat, nämlich wie wir vielleicht Werte handhaben, das sogenannte Bitcoin White Paper, ja, also Peer-to-Peer Electronic Cash System. Und es hat im Grunde genommen eben die bisherigen Probleme, die es gab, eine dezentrale, bankenlose Währung zu lösen, zu erstellen, gelöst, indem es eben verteilt, statt zentral, direkt, statt indirekt, transparent und privat sozusagen vorgegangen ist
und eine unfassbar schwer manipulierbare Grundlage geschaffen hat, nämlich die durch die Zuhilfenahme der Kryptographie. Also jetzt wird es ein bisschen technisch. Grundsätzlich verteiltes Netzwerk. Wir haben im Moment größtenteils sogenannte Client-Server-Architekturen. Das sind relativ zentrale Architekturen. Das heißt, es gibt einen Server, ja, mit Amazon Web Services und so weiter kann man das spreaden, aber grundsätzlich gibt es sozusagen Single Points of Failure, nennt man das. Man kann sozusagen, wenn man dieses Zentrum ausschaltet, sind im Grunde genommen alle Netzwerkteilnehmer ausgeschaltet. Ja, es ist nicht so schwierig und es ist auch, man muss nur das hier hacken, um im Grunde genommen Daten von all denen erlangen zu können. Es gibt dezentrale Netze, die sind gar nicht so, nicht so häufig vorzufinden oder nicht so bekannt. Das Einzige, das mir immer einfällt, ist Diaspora. Das war mal ein Versuch, so eine Art freien Facebook-Klon zu bewerkstelligen. Und da kann ich mir sozusagen als User zu Hause einen Knotenpunkt aufsetzen und mit meiner Familie und meinen Freunden teilen. Und wir können dann beschließen, mit anderen sozusagen Knotenpunkten uns zu verbinden. Ja, aber sozusagen, wenn der hier weggeht, sind die hier auch erstmal da raus. Ja, also sozusagen nicht ganz so gut. Und die eigentliche Lösung ist, deswegen haben wir überhaupt das Internet, ist das verteilte Netzwerk, entstanden eben durch den Auftrag der amerikanischen Regierungsbehörden in den 50ern und 60ern ein Kommunikationsnetz zu bewerkstelligen, das Atomschläge aushält. Ne, das heißt, egal woher der Atomschlag kommt, ich komme irgendwie doch noch nach Kalifornien durch. Ja, aber das ist im Grunde genommen die Architektur, die dazu geführt hat, dass es Internet gibt. Ne, es war ein DARPA-Projekt, also sogenannte vom Verteidigungsministerium eine Projektbehörde, die dann sozusagen das ausgeschrieben hat. Und diese Architektur ist sozusagen die Grundlage, die für Bitcoin selber sozusagen wieder verwendet wurde. Wo ist das verteilt momentan? Das stimmt jetzt auch nicht mehr, das ist, glaube ich, hier aus Juno. Momentan sind es so ungefähr 9.000, 10.000 Knotenrechner auf der Welt, die miteinander verbunden sind und die im Grunde genommen die Bitcoin-Blockchain mitbetreiben. Ja, man sieht, dass die eine sehr, in der sogenannten oder ehemals als erste Welt bezeichnete Welt sozusagen beheimatete Geschichte ist. Hier ist von einer anderen Blockchain, die etwas größer ist, was die Rechner angeht, Ethereum, die aber nicht die Marktkapitalisierung hat, über die weniger geredet wird außerhalb des Bankenbereiches, die aber eine ähnliche Verteilung hat. Ja, und was wird da verteilt? Im Grunde genommen geht es um Kassenbücher. Ja, Entschuldigung, stimmt, ich habe gar nicht geguckt. Warte. Kannst du bitte nochmal eine Folie zurückgehen? Sind das jetzt eigentlich richtige einzelne PCs, also 7000 PCs, die Bitcoin mitbetreiben? Oder wie soll man das verstehen? Also eine Node ist im Grunde genommen, also nein. Ne? Also theoretisch nein. Ne? Eine Node ist eigentlich eine Software auf einem Rechner. Ne? Du kannst theoretisch könntest du mehrere Nodes auf einem Rechner betreiben. Ja, macht man aber wahrscheinlich nicht. Nee, ist ein bisschen kompliziert. Ich weiß gar nicht, ja, ne, wie dann du mit deinen Keys verfahren würdest. Aber grundsätzlich, also man kann man sollte davon ausgehen, dass so zwischen 1 und 1,05 oder so Nodes pro Rechner so ungefähr. Ja, das heißt aber auch, wenn ich einen Serverfarm habe, es als eine Node gezählt wird, weil quasi diese gesamte Serverfarm mehrere Keys berechnet. Nein, dann hattest du. Nein, man darf was nicht verwechseln, jetzt Vorsicht. Nodes sind Knotenrechner erstmal, ja? In der Theorie 2008 war es so gedacht, dass alle Knotenrechner auch minen können. Also sozusagen Bitcoin sozusagen, also die Blockchain sichern können. Ja, da kommen wir gleich zu. Das ist aber nicht mehr so, schon lange nicht mehr so. Ja, also das sozusagen, es gibt jetzt zwei Klassen von Rechnern, wenn man so will, mindestens. Einmal die Nodes, die Knotenrechner, das sind die hier sozusagen in der Anzeige, und einmal die Miner, das sind spezialisierte Rechner, sagen wir mal vorsichtig, die nur die Aufgabe erfüllen, eben diese besondere Sicherung der Blockchain zu vollführen. Die sind hier nicht enthalten. Ja. Alles klar. Cool. Danke. Gerne. Ne, verteilt ist dann sozusagen ein Kassenbuch, im Grunde genommen ein Grundbuch. Ein Grundbuch war mal definiert als die zeitliche Abfolge von Buchungen. Also wenn jemand das besser weiß, korrigiert er mich bitte. Aber es ist eben im Grunde genommen so, was wir uns unter einem Kassenbuch vorstellen. Also
ohne Sachbezüge, ja, einfach nur sozusagen, wann habe ich wie viel sozusagen bekommen. Und so sieht es tatsächlich dann auf der Bitcoin-Blockchain aus. Also es ist jetzt nicht die Blockchain, sondern ein Browser-System, das man Blockchain Explorer nennt, eine Software oder ein Programm. Und da sieht man einfach, hier ist eine Bitcoin-Adresse, die hat was überwiesen an zwei Adressen. Man sieht, wie viel und wie viel insgesamt. Und grün bedeutet auch, dass sie vom Netzwerk bestätigt worden ist. Also im Grunde genommen ist das das ganze Kassenbuch. Und so sieht es aus. Also im Grunde genommen haben wir nichts anderes als ein Kassenbuch, also etwas, was wir schon im 16. Jahrhundert hatten, ja, aber eben nicht zentral bei einem, nicht zentral auf einem Server und auch nicht nur bei einem oder x, jetzt habe ich Faden verloren. Also, nicht nur auf einem Rechner, nicht auf einem zentralen Server, sondern auf allen teilnehmenden Rechnern. Ja, also jeder Rechner, der mit der Bitcoin-Blockchain verbunden ist, und die Blockchain muss er erstmal herunterladen, und wenn er sie heruntergeladen hat, verbindet er sich sozusagen und hat genau den Stand wie alle anderen. Deswegen auch der Begriff verteiltes Grundbuch, manche sagen eben auch Kassenbuch, ins Englische übersetzt Distributed Ledger. Ja, eine Blockchain ist ein Distributed Ledger, aber nicht jeder Distributed Ledger ist eine Blockchain. Also da muss man unterscheiden. Die Blockchain ist ein bisschen anders, da kommen wir jetzt dazu. So sieht im Grunde genommen die Blockchain aus, wenn man in die Blöcke reinguckt. Ein Block ist sozusagen eine Zusammenfassung von Transaktionen, ja, von diesen Werten, die hin und her geschickt werden. Diese Werte werden gehasht, also eine Prüfsumme wird gebildet. Ja, und diese Prüfsumme bilden die Miner, ne, was du eben sagtest. Das sind die Miner. Und diese Miner können diese Prüfsumme nur bilden, indem sie Rechenpower benutzen, also Rechenkapazität aufbringen, um ein, das ist jetzt hier alles nur vereinfacht dargestellt, ja, um einen Wert zu finden, der dazu führt, dass die Prüfsumme mit einer bestimmten Anzahl von Nullen beginnt. Ja, das stellt sicher, dass es nicht rausrechenbar ist, sondern nur über Brute Force eigentlich sozusagen erarbeitet werden kann. Ja, oder weiß nicht, ob Brute Force der richtige Begriff ist, aber du musst es ausprobieren. Ja, da gibt es keine Formel für. So, und der Trick sozusagen der Blockchain, also das ist der Block, und Chain, weil sie verkettet sind, und weil sozusagen dieser Hash im nächsten Block mitgeführt wird. Ne, wenn also hier in diesem Block was verändert werden würde, würde dieser Block anzeigen, dass der Hash und der Hash nicht mehr übereinstimmen. Ja, man hat sozusagen rückwärts gerichtet, umso länger diese Kette wird, umso schwieriger wird es, Manipulationen durchzuführen. Und grundsätzlich kann man davon sagen, also kann man sagen, da fängt es an irgendwann, der sogenannte Genesis-Block, und dann bildet sich eine Blockchain. Natürlich gibt es Vorfälle, wo zwei Rechner zur selben Zeit die Lösung finden oder unterschiedliche Lösungen finden, die sozusagen gültig sind. Und dann gilt das Prinzip der längsten Kette. Das heißt, man wartet ab, was das Netzwerk macht. Und in dem Moment, wo sozusagen ein Strang länger ist als der andere Strang, übernimmt sozusagen das Protokoll, das gesamte Netzwerk, nur noch diesen Strang. Und diese Transaktionen werden dann sozusagen zurückgewiesen. Ja, das klingt alles jetzt kompliziert, man kriegt davon aber eigentlich kaum was mit. Die Wahrheit ist einfach, es ist ein nicht manipulierbares Ding. Also was ist die Blockchain, um es sozusagen mal zusammenzufassen? Also wenn man ein Klugscheißer sein will, die Blockchain ist ist die Summe der Maßnahmen, die es bedurfte, um Bitcoin sicher und funktionsfähig zu machen. Es ist ein im Internet verteiltes, synchronisiertes und für alle vollständig einsehbares Grundbuch. Jawohl. Einen Moment, das Mikro. Sonst kriege ich Ärger. So, bitteschön. Kannst du das nochmal erklären, wie man von diesen Buchungen auf diese Prüfsumme kommt? Also was da gerechnet wird? Also du hast ja gesagt, das sind die Buchungen. Ja. Und dann wird ja irgendwas gerechnet, was dann quasi nicht mehr editierbar ist oder beziehungsweise eindeutig ist, dass es genau das ist. Genau, also ich wiederhole es nochmal, damit ich sicher bin, dass ich es verstehe. Ich soll erklären, wie man sozusagen von diesen Buchungen zu dieser Prüfsumme kommt. Genau. Okay, also Punkt 1, eine Prüfsumme ist ja, oh Gott, eine Prüfsumme, ja, ich habe mal bei einem Professor gesagt, eine Prüfsumme ist das eindeutige Ergebnis einer Zeichenkette, da ist er praktisch explodiert. Ne? Eine Prüfsumme ist kein eindeutiges Ergebnis einer Zeichenkette, man sagt, es ist ein kollisionsfreies Ergebnis. So, will sagen, ich glaube am besten, ich springe jetzt hier mal ganz kurz.
mache ein bisschen Werbung für Google und so. So. Ja, ich mache ja Fokus. So, eine Prüfsumme, ja. Im Grunde genommen eine Prüfsumme ist, ich weiß nicht, wie gut man das jetzt sehen kann hier. Hier unten, darauf muss man eigentlich achten, das ist die Prüfsumme, ja. Und wenn ich hier was eintrage, ändert die sich. Ja, und wenn ich sozusagen irgendwas anderes eintrage, ändert die sich wieder. Ein Leerzeichen, sie ändert sich. Ne? Sie, sozusagen die Prüfsumme ist ein Abbild. Also ich kann sozusagen das Ergebnis, ich lege fest, wie viele Zeichen, wie groß ist die Kette des Ergebnisses. Ja? Sagen wir mal, jetzt der Einfachheit halber 15 Ziffern, ja? Alphanumerisch. Und die Formel sozusagen errechnet dann für eine beliebige Zeichenkette ein kollisionsfreien Wert, nicht eindeutig, aber für uns Laien ist es eindeutig. Das ist sozusagen das Verfahren, das benutzt wird, um überhaupt an Prüfsummen heranzukommen. Was jetzt sozusagen der Miner machen muss, ist, er muss sozusagen jetzt für diese Inhalte, für diese Daten, ja, du siehst jetzt sozusagen, dieser Block ist ungültig, der muss jetzt sozusagen ein Programm laufen lassen, das, mit dem er einen Wert findet, einen Faktor, sagen wir jetzt mal vereinfacht, der dazu führt, dass die Prüfsumme dieser Zeichenkette zu einer Prüfsumme wird, die mit einer bestimmten Anzahl von Nullen beginnt. Ja, also tiefer gehend kann ich das als Nichtentwickler echt nicht auseinandernehmen, aber das ist so ungefähr. Beantwortet das die Frage? Ja, ungefähr. Ansonsten können wir nachher nochmal versuchen, da einzusteigen. Wo war ich denn jetzt? Da. Oder noch eine Frage? Nein. So, das geht bestimmt weg. Genau, dann waren wir da. Also in der Theorie, und das ist auch wirklich, da muss man drauf achten, es bedingt bestimmte Parameter. Ne? Dieser ganze Bullshit-Bingo-Hype über Blockchains ist super, aber grundsätzlich, man muss aufpassen, dass natürlich diese Attribute, die man der Blockchain zuschreibt, immer nur gelten, wenn bestimmte Parameter erfüllt sind. Aber sozusagen Unveränderlichkeit der Historie, ja, Kontrolle des Netzwerkes, also keine einzelnen Entitäten kontrollieren, gleiche Transparenz für alle wirtschaftlichen Akteure. Ja, also sozusagen egal, wenn wir Handel miteinander betreiben, wir haben praktisch immer dieselbe Grundlage an Informationen. Ja, es hat keiner einen Informationsvorteil. Und eine unfassbar hohe Sicherheit gegen Angriffe im Vergleich zu dem heutigen Standard. Also du kannst, natürlich kann man, ja, irgendwie geht es immer, spätestens mit den Quantencomputern ist es auch eine andere Diskussion, aber im Moment ist es eben so, dass mit SHA-256 oder ich glaube Bitcoin benutzt SHA-256, dass diese Kryptographie nicht hackbar ist. Ja, also, und eben durch das verteilte Netzwerk auch kaum Angriffspunkte da sind. Du kannst dann halt mal ein paar Rechner hacken, klar, und die übernehmen. Aber die Blockchain bleibt davon unberührt, weil sie die Wahrheit einfach überprüfen kann. Ja, und warum Web 3.0? Weil wir das, ne, also die Leute, die das Web 2.0 erfunden haben, ja gesagt haben, 1.0 war Information. Ja, da haben wir eben, weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen, aber diese schönen weißen Seiten mit den blauen Links gelesen. Web 2.0 war Interaktion, Kommunikation, Facebook, Twitter, der ganze schöne Selfie-Media, sage ich immer. Und Web 3.0 ist eben das Internet der Transaktionen, der Werte. Ja, weil wir eben dazu kommen, dass wir ohne Zuhilfenahme von Intermediären, von zwischengeschalteten Instanzen miteinander Handel betreiben können. Und zwar auf einer Basis, die trotzdem Sicherheit herstellt und damit Vertrauen. So, und ich kann jetzt noch ein bisschen weitermachen, weil wahrscheinlich, ich sehe schon ein paar eingeschlafene Gesichter, weil das jetzt alles Einführung war. Oder sollen wir hier einfach in Talk gehen? Oder? Okay, wer will Schluss machen? Okay. Dann ist ja die Frage, was soll das eigentlich alles? Ne? Ich sage immer, wenn wir in den 90ern haben wir, glaube ich, auch eine Zeit lang, ich weiß gar nicht mehr, ob es so war,
Aber Moment, ist es so, als ob wir die ganze Zeit über TCP/IP reden und keiner irgendein Amazon sieht oder irgendeinen Nutzen darin erkennt. Ne? Und erst als wir im Grunde genommen Amazon kamen und gesagt hat, ich verkaufe Bücher, wo habe ich denn das Mikro hin? Habe ich bei dir vergessen, Entschuldigung. Danke. Ich hätte noch eine Frage zu der Wertschöpfung von Blockchain. Ja. Kommst du darauf nochmal, also gehst du da nochmal drauf ein oder soll ich die Frage jetzt einfach stellen? Ich weiß es nicht, also okay. Das ist ein großes also, Thema. Wie kann es sein, dass ich jetzt zum Beispiel für eine Ware meine Bitcoins rausgebe? Und wie, also Bitcoins meine ich ja quasi, indem ich dieses Buch weiterführe, indem ich einen neuen Hash finde, damit eben dieses Buch weitergeführt werden kann für die Transaktion. Die Sache ist aber, diese Wertschöpfung, an was mache ich die fest? Ist es quasi die Rechenzeit, die ich daran festmache? Und vor allem auch, wie bestimme ich eben die Währung an sich? Also wie viel Bitcoins ist jetzt zum Beispiel ein Brot wert oder sowas? Ja, also das ist, okay. Eine grundsätzliche Sache vorausschicken. Wir müssen, worauf man achten muss, ist wirklich bei der Diskussion in dieser Sphäre, in der Kryptosphäre, ist, dass man drei Sachen wirklich vollständig voneinander trennen muss. Das eine sind digitale Währungen. Ne? Klar, ich habe jetzt hier Bitcoin erwähnt und so weiter, das hat den historischen Kontext, dass sozusagen Bitcoin im Grunde genommen aus Versehen der Erfinder der Technologie ist, die jetzt Blockchain genannt wird. Ja? So, das zweite ist eben die Technologie, die Blockchain. Das heißt, die sozusagen grundsätzlich erstmal Attribute, neue Attribute setzt, sozusagen uns dezentrale Wirtschaftsmöglichkeiten eröffnet. Und das Dritte, habe ich jetzt vergessen, sind sozusagen vielleicht die dezentrale, so, ne, ich sage immer, das ist im Grunde genommen die das Genossenschaftsprinzip auf Droge. Ja, also du kannst im Grunde genommen mittels dieser Technologie einfach ein völlig anderes Wirtschaftssystem eigentlich denken, zumindest mal. Ja? So, das vorausgesetzt. Jetzt gehen wir zur Währung. Ja, und bei der Währung ist es so, zumindest bei den Bitcoin-artigen Währungen, es gibt mittlerweile über 1200 gelistete Blockchain-Projekte, die gehandelt werden auch. Ja, also, und bei diesen Währungen ist es so, dass du momentan immer gegen die regulären Währungen rechnest. Ne? Also ein Bitcoin ist jetzt, ich weiß gar nicht, was er heute wert ist. 7.000. Ihr dreht durch, ja. Also ne, ein Bitcoin ist jetzt 7.000 Dollar wert. So. Ne, als ich da letztes Jahr eingetaucht bin, aus dem Konzern raus bin, war das, ich glaube, September. Also irgendwann zwischen September und November habe ich mir das erste Mal angeguckt. Da war der, glaube ich, 700 oder 900 Dollar oder Euro wert. Ja? Er wird nicht sozusagen anders bemessen als gegen den US-Dollar oder eben den Euro jetzt langsam auch. Ja? Das heißt, der Referenzwert ist das alte System immer noch. So, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wie komme ich dazu? Meinen kannst du heute nicht mehr als Otto-Normalverbraucher. Das konntest du am Anfang. Deswegen gibt es so viel Bitcoin oder deswegen sind manche Personen durch Bitcoin zu Vermögen gekommen. Aber das kannst du heute nicht mehr. Das sind Unternehmen und Zusammenschlüsse, die dann sozusagen das machen. Das heißt, du kaufst den Bitcoin eigentlich jetzt. Ne? Also wie jedes andere Anlagegut oder Anlageinstrument. Das heißt also, die Wertschöpfung entstand am Anfang durch das ganze Mining, also im Grunde genommen festgelegt an der Rechenzeit und dem Strom, der dafür verwendet worden genau. ist. Okay, also das ist im Grunde die Wertschöpfung gewesen. Das ist am Anfang die Wertschöpfung, also am Anfang der Weg gewesen, wie man Bitcoins generiert. Man hat, glaube ich, damals am Anfang 50 Bitcoins bekommen, für, wenn man einen Block gesichert hat. Ja, heute bekommt man 12,5. Ja, damals waren der vielleicht kein Euro wert. Ja, hast du 50 Euro gehabt praktisch. Und heute hast du 12,5 mal 7.000 Dollar. Ja. Das ist halt ein anderes Geschäftsmodell. Das sind aber auch mittlerweile ganz andere, wirklich, also es werden mittlerweile Chips hergestellt, die nichts anderes können, als diese Bitcoin-Mining-Aufgabe zu lösen. Die können einfach nichts mehr anderes. Ja, das lohnt sich sozusagen wirtschaftlich, dass ein Unternehmen, ein Hardwarehersteller nichts anderes macht, als solche Chips zu konfigurieren. Ja, und das kaufen bestimmte Unternehmen, die bauen Rechenzentren auf, die nur diese Platinen haben, die nichts anderes machen, als Bitcoin zu minen. Ja, also ist ein ganz anderes Geschäft geworden. Im Grunde ist es auch so, dass dadurch, dass ja immer weniger Hashes hergestellt werden können, ja die Währung ja so nicht steigen würde dem Ausmaß, wie es jetzt tut. Das heißt, es werden im Grunde ja auch jetzt
es wird Handel betrieben mit Bitcoins und dadurch steigt ja der Wert. Der Wert steigt ja jetzt nicht mehr durch das Minen, sondern also, es ist jetzt ein anderer wirtschaftlicher Einfluss. Also man muss den Wert unterscheiden, den Wertdefinition. Also der Wert definiert sich immer sozusagen zwischen Nachfrage und Angebot. Nachfrage und Angebot definiert sich in unserer Welt immer noch anhand der Währungen, mit denen wir leben. Das ist Euro, Dollar und so. Das heißt, der Wert des Bitcoins bezieht sich immer auf Angebot und Nachfrage in einer gängigen Währung. Ja? Und die gängigste ist in diesem Bereich tatsächlich auch der US-Dollar. Ja? So. Das andere sozusagen ist der Wert, wie man zum Bitcoin kommt. Ja? Und sozusagen das Recht, Bitcoins vom Netzwerk ausgezahlt zu bekommen. Ja? Das man sozusagen erlangt, indem man die Blockchain sichert. Ja? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe praktisch. Okay. Danke sehr. Gerne. Was bringt das jetzt? Ja. Also als erstes, ne? Da kommt es ja her, also als Reaktion sozusagen auf die Finanzkrise. Und das ist auch die erste Branche gewesen, die im Grunde genommen das ernst genommen hat, die Finanzindustrie. Das ist ein Bericht von der Welt, vom World Economic Forum von 2016. Ja, 80% aller Banken sozusagen haben 2016 gesagt, dass sie Distributed Ledger Technologie, also verteilte Grundbuchtechnologie, bis 2017 initiiert haben werden. Ne? Und das ist auch tatsächlich so, dass alle Banken eigentlich da drin sind. Es wird unglaublich viel da rein investiert. 90 Notenbanken, Zentralbanken sozusagen sind mit Projekten beschäftigt. Viele Konzerne, also Deutsche Bahn, Deutsche Telekom, also Deutsche alles. Ja? Die Blue Chips sind alle eigentlich sozusagen am Schauen, was läuft da. Also und auch Teile der Kryptographie, also die Kryptographie vor allem, die sozusagen durch die Blockchain-Technologie wieder in den Mittelpunkt gerückt ist. Ich habe mich letztens mit einem Automobil, mit einem jemanden aus dem Automobilkonzern unterhalten und das war ein Kryptograf, der dafür zuständig ist, dass dieser Bus, also sozusagen die zentrale Einheit, in der alle Kommunikationssysteme des Autos sich miteinander austauschen, dass der sozusagen kryptografisch gesichert wird, weil das bisher gar nicht der Fall ist. Ne? Und das ist hochspannend einfach. So, dass die Herausforderung ist sozusagen, es reduziert Aufwände, es macht sozusagen innerhalb von der Finanzindustrie gibt es sehr, sehr viele Intermediäre, die wir nicht kennen, ja, mit denen wir nie zu tun haben. Wenn ich ich mache jetzt keine Werbung, mir fällt nichts anderes ein, wir sind in Wiesbaden, wenn ich von der NASBA an die Volksbank überweise, ja, kann es sein, sozusagen, dass ein, zwei Unternehmen dazwischen hängen, ne, ein Rechenzentrum und vor allem sogenannte Clearinghäuser, ja, und die sozusagen den Druck bei Geschäften so ein bisschen wegnehmen, ja, und dasselbe habe ich sozusagen in anderen Geschäftsbereichen der Finanzindustrie, Settlement und all diese Zwischenhändler, diese Zwischeninstanzen sind im Grunde genommen dadurch gefährdet, dass eine Blockchain zwischen Banken im Grunde genommen die Transaktion schneller machen könnte. Ja, das andere ist, nehmen wir mal das Beispiel Energienetz. Ja, wenn wir alle wirklich mal zumindest die ja, Häuser besitzen, Strom produzieren und im Keller eine Batterie haben, dann könnten die im Grunde genommen untereinander Strom handeln, ohne eine zentrale Instanz wie RWE oder den örtlichen Energieversorger. Ne, also es sind viele, viele Modelle denkbar, die immer eigentlich auf so ein relativ direktes Wirtschaftssystem hinauslaufen. Und das macht auch die ganze Panik aus, die in der Industrie herrscht, weil keiner genau weiß natürlich im Moment, ob es ihn betrifft und wie es ihn betrifft und ob vielleicht aber auch ein Nutzen drinsteckt für die Weiterentwicklung des Unternehmens. Ja, und der nächste Punkt ist eben, das war jetzt die Währung, jetzt kommen wir wieder zurück zur Technologie, also die Blockchain produziert ja, ne, also ermöglicht uns Geld bei Bitcoin mit Geld zu produzieren und damit umzugehen. Und ein schlaues Köpfchen hat sich gedacht, was wäre, wenn es nicht nur um Geld ginge, sondern wenn es im Grunde genommen, wenn wir auf eine Blockchain eine Virtual Machine legen würden. Also wenn sozusagen es möglich wäre, auf einer Blockchain verteilt, also auf vielen, vielen Rechnern verteilt, Virtual Machine zu haben, die Code ausführen können. Ne, also mal abgesehen davon, dass das alles auch nicht positive Aspekte hat. Und das ist Ethereum, sozusagen diese andere Blockchain, die ich vorhin gezeigt hatte, die mehr Rechner hat. Die ist in der Wirtschaft einfach hoch beliebt. Ja,
Sie haben den Begriff der Smart Contracts etabliert, der alle verwirrt, weil jeder über was anderes redet. Also Smart Contracts sind laut Definition von Ethereum eigentlich eben der Code, der ausführbar ist auf der Blockchain. Die meisten Leute denken, es ist, sind Verträge, ne, die auf der Blockchain liegen. Und tatsächlich sind es meistens wirklich If-Then-Else-Bedingungen, die auf der Blockchain liegen. Das heißt, was ganz interessant ist, man kann sozusagen eine Zahlung Bedingungen knüpfen. Ja, so wie wir heute schon bei unserer Hausbank auch sagen können, das soll erst am 1. des nächsten Monats überwiesen werden. Das ist ja eine Bedingung. Aber man kann hier natürlich ganz komplexe, konditionale Statements, also If-Then-Else, also wenn-dann und ansonsten, sozusagen Konstrukte aufstellen, die gerade auch im IoT-Bereich sehr interessant werden. Das heißt, man kann im Grunde genommen eine transparente, für alle Teilnehmer zugängliche Basis schaffen, also so ein Contract, so ein Algorithmus, den alle einsehen können. Auf Grundlage dessen die Maschinen, also zum Beispiel mein selbstfahrendes Auto fährt zur Tankstelle oder zum Stromanschluss von meinem Nachbarn und tankt da auf. Und wir haben keine Aktionen mehr. Es gibt keine Nachrichten mehr zwischen uns und so weiter. Sondern sozusagen der Smart Contract, das ist die große Vision, ne, regelt das. Und auf Basis der Smart Contract sozusagen ist auch die Idee entstanden der sogenannten dezentralisierten autonomen Organisation. Da sind wir jetzt bei der Genossenschaftsidee. Im Grunde genommen, dass man eben so Smart Contracts so miteinander verknüpft, dass von der Investmentphase über die Gründungsphase, die Einstellungsphase von Mitarbeitern und die Zielerreichungen, wenn man noch auf so einen Scheiß was Wert legt, die Sprinterreichung oder was auch immer dann, das in Smart Contracts vorhält, die das prüfen und die dann dafür zuständig sind, dass der Gründer das Investment ausgezahlt bekommt, dass der Mitarbeiter sozusagen von der Firma sein Geld ausbekommt. Und im Grunde genommen ist der hehre Traum, dass im Grunde genommen das ganze administrative Management damit erledigt werden kann. Ja, und als letzten Punkt sozusagen, wo Ethereum sozusagen momentan seinen größten Use Case hat, ist, dass man auf Ethereum selber eigene Münzen generieren kann, also eigene Tokens. Ja, und auch über die Smart Contracts, und daraus haben sich sogenannte ICOs ergeben, sogenannte Initial Coin Offerings, aus den Public Offerings abgeleitet. Das heißt, ein Startup geht raus und sagt, okay, hier ist mein White Paper, ne, das sind meistens so irgendwie zwei, also dieses Jahr, Anfang dieses Jahres waren es dann so ganz kurze Word-Dokumente, die Idee beschrieben, und die sagen dann, sie machen ein Crowdfunding in dem Sinne, also ein ICO, und das heißt, da kann man an dieses Smart Contract sein Geld bezahlen, sein Bitcoin oder Ethereum, und kriegt dafür diese Tokens von diesem Unternehmen zurück, die man an Sekundärmärkten handeln kann. Und da wurden mittlerweile, glaube ich, 2 bis 8 Milliarden US-Dollar investiert dieses Jahr. Ne, also wesentlich mehr. Also es wurde dieses Jahr mehr über ICO-Startups finanziert als über Venture-Kapitalisten. Mittlerweile haben alle Venture-Kapitalisten Zugang zu ICOs. Ne, die machen praktisch nichts mehr anderes. Das führt dazu, dass also Unternehmen dann sagen, sie haben eine, zum Beispiel sage ich, oder ne, Seibert Media möchte an Geld kommen, um sich größer werden, ja, und definiert, sie brauchen 35 Millionen, und das machen sie dann über ein ICO. Und das führt dazu, dass alle, die da rein wollen, unglaublich hohe Transaktionsgebühren bereit sind zu zahlen. Und es gab ICOs, die unter einer Minute 35 Millionen Dollar eingesammelt haben. Es gab ICOs, die innerhalb eines Tages 200 Millionen Dollar eingesammelt haben. Ne? Deswegen sind die Regulierer jetzt wach geworden, also die SEC, China hat es komplett verboten, Südkorea hat es verboten, die SEC, die amerikanische Aufsichtsbehörde, hat gesagt, Vorsicht Leute, ihr habt sie nicht mehr alle, wir prüfen aber, bitte seid nur sicher, wir kommen. Und in Deutschland haben wir eben den Regierungswechsel, deswegen gibt es da keine endgültige Verlautbarung, aber grundsätzlich, das sind so die Cases, die sozusagen die Ethereum-Blockchain möglich macht. Und für Unternehmen ist sie interessant, weil sie die Kombination von privaten, also intern geführten Blockchains, die ne, bestimmte Attribute verlieren, aber nichtsdestotrotz gewisse vorkommen werden, und Konsortiale, das heißt zwischen Unternehmen, die miteinander arbeiten wollen, sozusagen Blockchains herstellen können und auf die öffentliche Ethereum-Blockchain zugreifen können, wenn sie es dann brauchen. Ne? Umso öffentlicher,
umso verteilter das Netzwerk, umso sicherer die Blockchain. Ja, und das habe ich jetzt alles vorweggenommen, witzig. Also hatte ich ja gesagt, Smart Contract, einfache Bedingungen, if then else that. Und im Grunde genommen kann man, wenn man das wirklich zu Ende denkt, was IoT angeht, wird es einfach wahrscheinlich der Use Case werden, wo sie am meisten zum Einsatz kommt. Und es gibt ganz, ganz viele, unfassbar viele Anwendungsfälle. Also nehmen wir mal nur als völlig anderes Beispiel das Urheberrecht. Ja? Wie bitte? Oh, Entschuldigung. Sorry, habe ich dich nicht gesehen. Ich glaube, ich muss einmal draufdrücken. Ja. Yo. Okay. Hi. Sam. Hi. Mal eine Frage zu dem ICO und zu der Regulierung. Also du hast jetzt die Regulierung angesprochen. Hier in Deutschland ist es die BaFin. Die ist jetzt noch nicht so ganz zu Potte gekommen, aber sie hat das Ganze natürlich auch irgendwo auf dem Schirm. Es gibt ein deutsches Startup, das es jetzt aktuell am Laufen hat. Das ist Visca unter anderem. Es gibt ein anderes Unternehmen, das heißt, wie auch immer, schieß mich tot. Und die sind zum Beispiel in Amerika. Und beide haben, oder eins von diesen Startups hat vor, für seine Nutzer die Möglichkeit in den Raum zu stellen, dass jeder Nutzer selbst innerhalb dieser Smart Contracts nochmal selbst Tokens erstellen kann. Ich frage mich jetzt an dieser Stelle, gerade im Universum des Smart Contracts, im Universum des Ethereum-Netzwerkes, verwässern wir damit nicht eigentlich die Währung, wenn jetzt auf einmal ganz viele Tokens entstehen? Haben wir damit nicht eine Art Inflation, die wir damit vorantreiben? Weil ich als Gründer, der jetzt halt auch ein Startup gründet, ich denke mir auch, okay, ich habe jetzt die Banken, die mir das Geld geben wollen, ich habe jetzt Angels, die mir das Geld geben wollen. Über ein ICO käme ich daran, ohne dass ich jetzt irgendwie meinen halben Körper dafür verkaufen müsste. Wie sieht es eigentlich aus? Also ich kann es zwar im Moment nicht machen, weil BaFin reguliert das in dem Sinne, aber verwässern wir das nicht mit so vielen neuen Kryptowährungen, weil wir erstellen ja innerhalb der Smart Contracts ja weitere Tokens. Ja. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu... Ja. Ja, weiß ich was, nicht zu, aber also grundsätzlich, also man muss vorsichtig sein. Also Ethereums Anspruch war nie, also das ist wirklich ganz wichtig auch. Ne? Also ich meine, ja, Ethereum ist jetzt, glaube ich, auch 250 bis 300 Euro wert, aber es war nie ihr Anspruch, eine Währung zu sein. Ne? Sie wollten eine Technologieplattform sein. Das ist das Problem, dass sozusagen das ein freier Markt ist und die Leute sich entschieden haben, dass sie damit auch handeln wollen. Ne? Das bedingt eben dann Probleme mit der Technologie. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, also bei Banken kriegst du als Startup kein Geld. Das geht aus Compliance-Gründen gar nicht. Du kannst doch nicht mal sagen, was dein Produkt ist. Du kannst nicht sagen, wer deine Zielgruppe ist. Da kann eine Bank einfach aus reinen Vorgaben sozusagen der Regulierung überhaupt keinen Kredit ausgeben. Das wäre verbrecherisch, ne? nach momentaner Gesetzeslage. Eine Bank kann einem Unternehmen Geld geben, das sozusagen sagen kann, okay, ich habe mit hoher Wahrscheinlichkeit die Möglichkeit, das zu refinanzieren. Ja, das kann ein Startup gar nicht sagen. Ein Startup kann sagen, ich habe eine hohe Wahrscheinlichkeit, das Geld zu verbrennen. Ja, das ist der Sinn, warum wir Startups unterscheiden von Unternehmensgründungen. Das sind einfach, ne, wir wissen nicht in einem Startup, was wird wirklich das, wie wird, also wir haben eine Vision, aber wir kennen das Produkt nicht in aller Eindeutigkeit und wir kennen auch eben noch nicht mal die Zielgruppe, die es dann benutzen wird. So, deswegen ist Bank raus bei Finanzierung meiner Meinung nach für Startups. Du hast sozusagen Venture und Angel, das kaufe ich und der Unterschied ist da, dass die natürlich... für dich als Gründer, dass die Unternehmensanteile erwerben und damit auch gewisse Erwartungshaltung an dich legen und auch gewisses, positiv gesprochen, Know-how mit reinbringen. Negativ gesprochen reden sie dir halt rein in die Operations. Und das muss nicht immer passend sein, wenn du eine Idee hast, die bisher keiner hatte. Ne? Und so, das ist so das eine. Und das andere sozusagen, ob wir dann verwässern, es ist ein freier Markt. Also wenn... Also ich bin ja eigentlich gar kein, so überhaupt nicht so ein Anhänger des puren Kapitalismus, aber was ich spannend finde, ist, dass hier sozusagen ein Kosmos entstanden ist, in dem wirklich die Nutzer und die User und die Investoren und die Gründer im Grunde genommen entscheiden, was überlebt und was stirbt. Also was ich meine, also worauf ich genauer hinaus möchte, ist eigentlich auch die Tatsache, dass jeder natürlich irgendwo meint, wenn er ein Startup gründet, die Blockchain mit einzubauen, weil die Blockchain ist cool, Kryptowährung, bla bla bla. Und die Smart Contracts ermöglichen dir ja im Prinzip auch deine eigenen Tokens zu erstellen, deine eigene Kryptowährung zu erstellen. Ich könnte in dem Fall mit meinem
mit meinem Startup Circle könnte ich Circle Coins machen. Und ich habe auch ein, das würde jetzt natürlich jeder Gründer sagen, auch einen sinnvollen Zweck für die Smart Contracts und die Blockchain. Aber der Grund, warum ich frage, dass es verwaschen wird, ist im Prinzip, ganz viele Startups kommen jetzt um die Ecke, machen irgendwelche Kryptowährungen innerhalb der Smart Contracts, also durch die Tokens. Und deswegen die Frage, zum einen, verwascht das irgendwo den Wert der Währung? Und zum Welcher anderen, Währung? Das, also im Prinzip mache ich ja mein eigenes Geld, Kryptowährung. Das ist natürlich auch die Krux darin, die BaFin sagt dann, oder die BaFin kommt dann natürlich auch ums Eck und sagt, hey, du machst da dein eigenes Geld, du hast ja gar keine Bankenlizenz dafür. Und das ist so das größte Problem, was ich darin gerade sehe, weil das halt einfach nicht reguliert ist. Ja, gleich. Also ganz kurz, also es ist kein Geld, sondern es sind Tokens eigentlich. Ne? Also das heißt, also diese Startups, die Geld einsammeln mit den ICOs, über Smart Contracts, die sammeln, die geben Tokens aus. Tokens sind praktisch dasselbe wie die, ne? Also sind sozusagen, es unterscheidet, also Bitcoin ist auch ein Token, nur ist Bitcoin eine Währung, als Währung sozusagen definiert und akzeptiert. Ein Token ist an sich erstmal aber sonst nichts anderes als eine, als ein Stück Code, ne? Also mit C, das sozusagen signiert ist, Punkt. So, und die meisten ICOs nutzen es als Crowdfunding-Instrument, das heißt, dieser Token ist nichts anderes als das T-Shirt, das du bei Kickstarter auch bekommst. Es hat überhaupt nichts mit dem Unternehmen zu tun, außer dass es ein Dankeschön ist. Du kannst es aber im Gegensatz zu dem T-Shirt an Sekundärmärkten, ne, also Bittrex, Poloniex und wie sie alle heißen, die ganzen Handelsplätze, die es gibt, kannst du den handeln. Und damit kannst du sozusagen eine Wertsteigerung erfahren. Ja? So. Das heißt, das ist auch die Herausforderung für die Regulierer, ja? Diesen Token sozusagen in der finanztheoretischen Welt einzuordnen. Es gibt auch Tokens, die Dividenden ausspucken oder ausspucken sollen. Also, ne, wir sind ja noch im Versprechungsland. Und wenn die Dividenden ausspucken, dann ist es eigentlich eine Aktie. Ne? Also, oder zumindest eine Anlageform ähnlich der Aktie. Ja? Das heißt, da wird die BaFin ganz klar was dazu sagen zu haben. Die sitzen aber natürlich alle in Singapur. Und die meisten aber sind eben wirklich nichts anderes als ein digitales T-Shirt aus meiner Sicht. So, und damit verwässert sich eigentlich nichts in diesem einzelnen Kosmos. So, dann hattest du, sorry, also beantworte das die Frage? Nee, super, vielen Dank. Ich würde dich ansonsten einfach später nochmal drauf ansprechen, weil ich würde gerne wissen, was das Finanzamt am Ende zu der ganzen Sache sagt. Aber da kann ich dich nochmal direkt ansprechen. Ja, klar. Ich glaube, hier vorne war nochmal, also, Entschuldigung, ja. Sorry, ja. Ich glaube, hier vorne war nochmal. Ja, ich wollte halt nochmal meinen Senf dazu geben. Genau, ich glaub, man kann schon als Startup so sein eigenes System da aufbauen und seine eigene Currency und was auch immer. Letztendlich kommt es immer darauf an, wie es halt die Wirtschaft annimmt. Und wenn man eben, also du hast ja eben angesprochen, dass wenn irgendein Startup jetzt eben seine Blockchain aufbaut, oder? Oder meinst du das nicht? Ja, ja, genau. Das meine ich ja damit. Also du baust deine eigene Währung auf und letztendlich ist ja die Währung nichts anderes, als ob diese Währung überhaupt anerkannt wird von der Wirtschaft oder von anderen Menschen. Dadurch entsteht ja überhaupt die Währung. Also es ist, ja, keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall, das wollte ich nur dazu, ja, als meinen Senf dazugeben. Also grundsätzlich, also man kann sich, ich kann jetzt wahrscheinlich nicht jede einzelne, aber also da sozusagen momentan Bitcoin steht jetzt bei 6.200 Euro, Ethereum bei 256, so, das sind die ganzen Währungen. Ripple ist im Grunde genommen keine Blockchain, sondern ein Distributed Ledger, der dafür da ist, zwischen Banken, also ein echtes, ne, eine echte Firma, die sozusagen den Zahlungsverkehr zwischen Banken herstellt, wie Swift eigentlich auch. Ne? Mittlerweile sind 75 Banken bei Ripple drin. Dementsprechend hat das auch eine hohe Bewertung. Kostet nicht so viel, aber hat eine hohe Bewertung. So, da gibt es Litecoin, das ist sozusagen ein Fork aus Bitcoin. Dash ist ein Fork aus Bitcoin. Neo ist sozusagen Ethereum, nur für China. So geht das weiter. Wir haben hier Monero, das ist sozusagen der Versuch einer vollständig anonymen Währung. Also Bitcoin ist ja nicht anonym, sondern pseudonym. Ja, also ich kann theoretisch, wenn du nicht sehr sauber arbeitest mit Bitcoin und deinen Rechner nicht sehr sauber pflegst,
dann ist theoretisch immer irgendwie nachvollziehbar, ne, welche Adressen du benutzt hast. Und Monero hat sozusagen das Ziel, das zu ändern. Ethereum Classic ist ein Fork von Ethereum. IOTA ist im Grunde genommen die Idee einer ganz anderen, andersartigen Distributed Ledgers. Entschuldigung. Also auch keine Blockchain, sondern ein sogenannter gerichteter azyklischer Graph. Hat aber keine Transaktionsgebühren. Ist im Bereich der IoT einfach wahrscheinlich ein interessanter Use Case und deswegen überhaupt existent. Und dann gibt es unglaublich viele hier. Dann EOS ist sozusagen ein ICO, der momentan läuft. Der läuft über ein Jahr lang. Die haben, glaube ich, schon über 300 Millionen Dollar eingesammelt. Die schmeißen jeden Tag 2 Millionen Tokens raus. Zcash ist sozusagen das Projekt, das wahrscheinlich die anonymste Währung sozusagen generiert hat, weil die ein ganz anderes kryptografisches Verfahren verwenden. So und so geht es weiter. Lisk ist eine Blockchain, die deutsches Unternehmen, die gesamte Blockchain auf JavaScript aufgesetzt hat, wo man sich erhofft, dass sozusagen wesentlich mehr Entwickler in der Lage sein werden, darauf zu programmieren, als die anderen sind alle entweder Java oder Ethereum hat eine ganz eigene Sprache entwickelt. So, und so gibt es ganz, ganz viele Projekte mit ganz, ganz vielen Ausrichtungen. Momentan für diese Seite hier 1254 Krypto-Projekte, ja, mit einem Gesamtmarktkapitalisierung von ca. 200 Milliarden Dollar. Als ich letztes Jahr angefangen habe, mir das genauer anzugucken, waren wir da ungelogen bei 20 Milliarden für alle. Ne, das heißt, es hat sich wirklich verzehnfacht. Jawohl. Nein, Mikro. Nein. Es ist für die Aufnahme nicht so gut. Habe ich mir sagen lassen. Ja. So, hört man? Nee? Nochmal? Klopf mal. Nochmal drücken und dann nochmal klopfen. Doch, da. So, okay. Wenn ich mir das so angucke, ist das Relevante für den Erfolg einer solchen Kryptowährung, beziehungsweise, wenn man Ether so bezeichnen möchte, die Marktkapitalisierung oder die Use Cases? Also heißt das, wenn viele Firmen Bitcoin akzeptieren, dann setzt sich das durch und gewinnt gegen die anderen? Oder ist es tatsächlich eher interessant als Spekulationsobjekt, wie viele Leute pumpen da Geld rein, weil andere es später kaufen werden? Genau, also ich glaube, weiß nicht, ob das jetzt ins Mikro richtig reinging. Also die Frage war sozusagen, Also was wichtiger ist, was wichtiger die Marktkapitalisierung ist. Okay. Oder die Anwendungsmöglichkeiten? Okay. Also die Bitcoin war ja der erste, ne? Und Bitcoin hat sozusagen gesetzt, dass man auf die Marktkapitalisierung guckt. Ne? Deswegen ordnen die meisten Seiten, die solche Listen führen, die Blockchains nach Marktkapitalisierung auf. Ja? Aber Blockchains wie Ethereum, die eigentlich den Anspruch hatten, Technologieinfrastruktur zu sein, ja? Haben eigentlich kein Interesse an der Marktkapitalisierung, theoretisch, weil es ihnen ja eigentlich darum geht, sozusagen eine Infrastruktur für eine neue Technologie zu sein. Die Wahrheit ist aber, der Markt schert sich nicht darum, was du als Gründer willst, sondern dadurch, dass es eben frei ist und frei gehandelt werden kann, beginnen die Leute einfach mit Ethereum zu handeln. Und das hat zum Beispiel letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres einfach dazu geführt, dass Ethereum von ich glaube, 10 Dollar im Dezember eben auf mittlerweile 256 Euro hochgeknallt ist. Und wenn man überlegt, dass man für die Nutzung dieser Virtual Machine zahlt man auch Transaktionsgebühren. Ne, das heißt, wenn ich bestimmte Operationen auf dieser Virtual Machine ausführe, kostet das Geld. Ja, und dieses Geld wird in Ethereum berechnet, in Ether. Also Ethereum, die Währung von Ethereum ist ja Ether. Ja, und diese Ether, wenn die sozusagen zum Dollar steigen, dann kostet mich diese Ausführung meines Codes einfach extrem viel mehr als vorher. Ne, es gibt so eine Freelancer-Portal, nur mal als Beispiel, da habe ich mich im Januar angemeldet, da hat mich das Anlegen des Profils vielleicht 5 Cent gekostet. Ja, dann habe ich irgendwie im März oder April irgendwie ein Bild geändert oder so und da hat mich das locker 1 Euro gekostet. Wo ich dachte, okay, der Use Case, also der Business Case funktioniert so nicht. Ne? Aber Ethereum hat da natürlich auch Updates nachgeschoben und das geändert, also die sind dabei sozusagen zu versuchen zu trennen zwischen eben der von Externen eben als Währung betrachtetem Ether und gehandelten Ether und sozusagen der Transaktionsgebühren, die auch eben mit Ether berechnet werden, einfach da zu trennen. Das heißt, es liegt auch an den Entwicklern, einfach das so zu programmieren,
dass es zum Beispiel flexibel bleibt. Ne? Also es ist halt blöd, wenn du sozusagen das 1:1 matchst und nicht irgendwie eine dynamische sozusagen Anbindung hast, was sozusagen die Ausführung deines Codes angeht. Und es gibt echt ganz, ganz viele unterschiedliche Projekte. Es gibt die Idee dezentralisierter Clouds. Oh, da hinten. Ja, ah, warte, Mikro. Da kommt's. Ich würde mich ja so gern setzen. Ja, das Ding da. Ja, also erstmal, hört man mich? Ja. Nee, ein bisschen eher. Hallo? Ja. Ja. Also vielen Dank erstmal. Ganz toll. Was ich fragen wollte, vorhin hast du ganz kurz mal erwähnt, die Interaktion zwischen der privaten Blockchain und der öffentlichen. Wie findet das statt? Also ich habe da mal ein bisschen reingelesen, es gibt ja dieses Konzept von Orakeln, um dann eben externe Informationen auf eine Blockchain zu legen, mit der dann beispielsweise ein Smart Contract interagieren kann. Aber dieses Konzept von einer privaten Blockchain, auch wie das dann die Validierung stattfinden soll, das erschließt sich mir irgendwie noch nicht so ganz. Ja, also kannst du da etwas zu sagen? Ja, also das, es gibt da grundsätzlich, also eine Blockchain definiert sich ja eben aus den Blöcken, ne? Die Transaktionen werden in Blöcke zusammengefasst, die Blöcke werden miteinander verkettet, bums, hast du die Blockchain. So. Aber wesentliche Attribute der Blockchain funktionieren natürlich nur in einem verteilten Netzwerk. So. Das heißt aber, das ist sozusagen, viele haben darauf Zugriff. Viele Unternehmen haben ein Problem damit, ne? Dass viele andere Zugriff auf etwas haben, was sie auch nutzen. So, geboren war die Idee der Private Blockchain. So, das, ne, Hyper, also so in der PowerPoint-Präsentation klingt das super erstmal. Eine N gleich 1 Blockchain ist nutzlos. Ne, also ist wenn überhaupt so ein verteilter Datenbank mit ganz wenig Speichermöglichkeiten. Dennoch kann sie innerhalb eines Unternehmens, also einem Konzern, also man, muss man halt ein bisschen größer denken, da kann sie wieder sozusagen sinnvolle Anwendungsfälle finden. Also ich glaube, die Deutsche Bahn, ich war mal auf einem Event der Deutschen Bahn und da sagte derjenige eben, dass die Deutsche Bahn AG über 1000 Tochterunternehmen, also über 1000 GmbHs hat, ja, die teilweise miteinander wirtschaftlich tätig werden müssen und sich aber auch nicht immer so ganz grün sind, was normal ist in einem Konzern. Dementsprechend, da hat sozusagen eine Private Blockchain, sozusagen würde innerhalb des Bahnkonzerns durchaus valide sein. Ja, also sowohl sozusagen, was die Verteilungsmöglichkeiten angeht, als auch sozusagen, was den Nutzen tatsächlich angeht. Grundsätzlich aber eben, ne, die hehre Ideologie würde sagen, eine Private Blockchain ist keine Blockchain. Der nächste Schritt ist sozusagen eine Konsortial-Blockchain. Das heißt, es gibt ja die Auffassung, dass wir von Branchendenken hin zu sogenannten Plattformökonomie eigentlich uns jetzt bewegen in einer Art von Ökosystemökonomie. Ja, also nehmen wir mal den Mobility-Bereich. Also wir kaufen Autos, wir kaufen Tickets für Zug und so weiter. Das sind alles unterschiedliche Unternehmen in unterschiedlichen Branchen, die uns letztendlich die Möglichkeit anbieten, uns von A nach B zu transportieren. Und die Idee ist sozusagen, Plattformökonomie ist, glaube ich, klar. Und die Idee dieser geschlossenen Ökosysteme, Ökonomie, diese Begrifflichkeiten, ehrlich. Die Idee ist sozusagen, dass da unterschiedliche Anbieter zusammenkommen und wir gar nicht mehr mitkriegen, wen wir gerade nutzen, ne, sondern die kommen zusammen, um das Problem zu lösen. Ne, also momentan versucht der Daimler, versucht die Bahn, jeder versucht alles zu machen. Ne, Fahrräder anbieten, Carsharing anbieten, mit der Bahn fahren. So, und die Idee ist, es wird Spezialisten geben. Ne, nur ein auf Fahrrad spezialisierter Anbieter wird gute Fahrradangebote machen können. Nur ein auf Carsharing spezialisierter Anbieter wird die richtig geilen Carsharing-Angebote machen können. Die kommen aber zusammen. So, und die, wenn die zusammenkommen, um sozusagen ein seamless, also eine unterbrechungslose Experience einem Nutzer anbieten zu können, müssen die ja irgendwie miteinander interagieren können. Und da kommt sozusagen die Idee der konsortialen Chain. Das heißt, die bilden dann sozusagen, wenn du so willst, einen eigenen in diesem Ökosystem, könnten die, ja, also nicht die. Also ist ja alles, ja, Konjunktiv. Die könnten dann in diesem eigenen geschlossenen Ökosystem eine eigene Blockchain bilden. Die ist nicht öffentlich, ja,
aber sie ist konsortial. Das heißt, es wird einen Mechanismus geben, wie die entscheiden, wie jemand da mitspielen kann. So, und teilen sich dann sozusagen entsprechend die Wertschöpfung transparent auf und haben eben auch gleichzeitig nicht mehr die Notwendigkeit, sich vertrauen zu müssen, weil sie die gemeinsame Blockchain nehmen könnten, um sozusagen nachzuvollziehen, ob der Kunde mehr Unternehmen A oder mehr Angebote von B genutzt hat. Soweit die Theorie. Beantwortet das die Frage? Nein. Ja, okay, cool. Nochmal, das Mikro. Die Interaktion mit der öffentlichen Blockchain. Gut, ich habe das erwähnt, eben, das finde ich bei Ethereum das Interessante. Ja? Ethereum hat sozusagen durch verschiedenste Maßnahmen, also sind auch unglaublich gut im Generieren von marketingtauglichen Begriffen, ne, wie Smart Contract und DAO, also Decentralized Autonomous Organization, das ist like, wow. Ne? Und das heißt, das ist der eine Aspekt. Sie haben aber auch so Dinge gegründet wie die Ethereum Alliance. Das ist sozusagen ein Verband, ein Konstrukt, in dem sozusagen eigentlich alle drin sind. Von Microsoft über JP Morgan, Intel, also alle Blue Chips aus den USA, aber auch viele sozusagen aus Europa sozusagen reingegangen sind. Ja? Und dort sozusagen haben sie dann mehr oder weniger, also sie haben sich sozusagen im Unternehmensbereich sehr gut etabliert, also als Marke, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja? Und und interessant wird das dann jetzt, wenn sozusagen Microsoft hat eine Blockchain, ja, für was auch immer, ja, eine Private. Und Philips hat eine Blockchain, für was auch immer. Ja, so, sie können dann konsortial zusammenarbeiten, wenn die Glühbirne mit meinem Windows kommunizieren muss. Ja, aber sie haben sozusagen denselben technologischen Grundstack. Also sie können sozusagen, sie haben dieselbe Basis, dieselben Protokolle und sie können damit miteinander kommunizieren, ohne großartigen zusätzlichen Aufwand. Und für ganz, ganz kritische Daten oder ganz, ganz kritische Transaktionen können Sie sozusagen auf die große, große Blockchain gehen, die öffentliche Ethereum, und können sozusagen dort auf höchstem Sicherheitsniveau im Vergleich zu der konsortialen, im Vergleich zur privaten, auf höchstem Sicherheitsniveau sozusagen Transaktionen sichern oder eben nachvollziehbar machen. Und das ist sozusagen das, was ich grundsätzlich momentan deswegen hatte ich das aufgeführt, an Ethereum selber so interessant finde. Das ist jetzt noch kein Case, der stattfindet, aber es ist ein Case eben, der möglich ist und der meiner Meinung nach einfach interessant ist, weil auch verschiedene Konsortien miteinander interagieren könnten, weil sie einfach dieselbe Technologie nutzen, solange sie immer die Updates mitfahren. Ja? Also das alte Spiel halt. Ja. Gut. Ich war ja schon längst beim Bier, dachte ich. Der will auch nicht mehr zurück hier. Wenn keine Fragen mehr sind, können wir auch einfach zum ungezwungenen Teil gehen. Das Ding funktioniert jetzt auch nicht mehr. Keine Ahnung. Ich habe jetzt keinen Punkt mehr anzubringen. Ich glaube, es reicht auch, oder? Danke.